Nepals 8000er ziehen die Touristen magisch an. In Kathmandu zu landen ist kein Problem, aber dann soll es hoch hinaufgehen zum Trekking oder zum Bergsteigen. Und das geht nur mit kleinen Spezialmaschinen, die auf kurzen Landebahnen zum Stehen kommen. Die zweimotorige Twin Otter der Fluggesellschaft Tara Air war auf dem Weg zu einem beliebten Ausgangspunkt für Bergwanderungen im Himalaya-Gebirge und stürzte ab. Nicht die erste Maschine, die nicht ankam. Fliegen im gefährlichsten Fluggebiet der Welt. Eine Twin Otter auf dem Weg Richtung Mount Everest zum Bergflughafen Lukla. Um zwischen den 8000ern des Himalaya hindurchzukommen, brauchen die Piloten viel Erfahrung und noch bessere Nerven. Es sind enge Täler mit steilen Bergflanken. Immer wieder blinken sie auf, die Warnleuchten der neuen NAET, der Tara Airlines. Achtung, die Berge sind zu nah. Und das selbst bei guter Sicht. Bei diesem Flug nach Lukla, zu einer der anspruchsvollsten Landebahnen weltweit, ging alles gut. Ende Mai nicht. Die gleiche Maschine am Berg zerschellt. Wir sind auf dem Weg nach Kathmandu und auf einmal tauchen sie auf, die höchsten Berge der Welt. Nepals 8000er ziehen die Touristen magisch an. In Kathmandu zu landen ist kein Problem. Aber dann soll es hoch hinaufgehen zum Trekking oder zum Bergsteigen. Und das geht nur mit solchen kleinen Spezialmaschinen, STOL Airplanes. STOL steht für Short Takeoff and Landing. Kurzer Start, kurze Landung, keine Fehler. Du musst wie Gott sein, denn es gibt keinen Platz für Fehler. Du brauchst das Selbstvertrauen. Ich bin wie Gott, ich mache keine Fehler. 6 Jahre lang geht das gut, es gibt in Nepal keinen Absturz, die Sicherheit scheint deutlich verbessert. Nach der Öffnung im Mai kommt der Tourismus endlich wieder in Fahrt. Und dann zerschellt Ende Mai die Twin Otter der Tara Airlines auf dem Weg von Pokhara nach Jomsom an einer Bergkuppe. 22 Menschen sterben, darunter auch ein paar aus Deutschland. Die Bergungsarbeiten sind extrem schwierig, wie diese Aufnahmen des nepalesischen Militärs zeigen. Die Rettungskräfte brauchen sehr lange, um den Bergkamm überhaupt zu erreichen. Der Chefpilot galt als sehr erfahren und sehr vorsichtig. Wie konnte das passieren und wie gefährlich ist das Fliegen im Himalaya? Wir, ein Team vom ARD-Studio Südasien, suchen in Kathmandu nach Antworten. Wird genug für die Sicherheit getan? Und warum verschwinden während unserer Recherche angebliche Sicherheitszertifikate von TUI von der Internetseite der Tara Air? Zunächst aber wollen wir mehr über das Fliegen im Himalaya wissen. Roshan Koirala ist hier seit 20 Jahren Pilot. Die Unfallstrecke ist er schon hunderte Male geflogen. Bei dieser Art zu fliegen musst du mental sehr stark sein, denn es gibt keine Normalität. Du darfst nie sagen, ich habe viel Erfahrung. Das ist ein Klacks. Er zeigt uns die Route des Unglücksfluges dort, wo sie scharf nach rechts hätten abbiegen müssen, flog die Twin Otter geradeaus. Vielleicht wollten sie hochziehen und Wolken ausweichen, die hier in Sekundenschnelle entstehen können. Die Regeln heißen, nur auf Sicht fliegen, niemals in die Wolken hinein. Denn in den Wolken, so heißt es in Nepal, gibt es Felsen. Die kleinen Twin Otter-Maschinen bringen nicht nur Touristen zu den zurzeit mehr als 20 Bergflughäfen. Im Pendelverkehr versorgen sie auch die Menschen, die hier leben, mit lebenswichtigen Gütern. Die Zeitfenster mit gutem Wetter sind oft kurz, zu kurz, um alle Passagiere auch zu transportieren. Führt das zu ökonomischem Druck? Der Geschäftsführer der Tara Air ist bereit, mit uns zu reden. Er hat 4 seiner Mitarbeiter und eine Maschine verloren. Stehen die Piloten bei ihm unter Druck? Not at all. Überhaupt nicht. Sie sind natürlich auch nur Menschen. Wenn Sie viele Touristen sehen, die auf den Flug warten, das ist vielleicht etwas anderes. Aber vom Management kommt nichts. Der Pilot kann jederzeit den Flug absagen. Niemand wird Fragen stellen, wenn er umkehrt. Er zeigt uns noch ein aktuelles Sicherheitszertifikat der Tochtergesellschaft Yeti. Aber was ist mit der angeblichen Sicherheitsüberprüfung von TUI, die bis vor kurzem noch die Tara-Seite schmückte? Direkt nach unseren Recherchen und einer Nachfrage bei TUI in Deutschland sind diese Zertifikate von der Seite verschwunden. TUI schreibt, wir haben mit der Airline keine Geschäftsbeziehung, haben auch nie den Flugbetrieb auditiert, sprich geprüft. Da müsse er seinen Sicherheitschef fragen, der sei aber nicht da. Wir überlegen, was das jetzt zu bedeuten hat. Dann ist der Sicherheitschef doch da und kommt ins Schwitzen.
Das ist von früher, nicht von jetzt. Das TUI-Zertifikat sei von 2015. Die Jungs aus der IT-Abteilung haben wohl vergessen, es zu löschen. Vertrauenserweckend ist das nicht. Was sagt die zivile Aufsichtsbehörde für die Luftfahrt dazu? Wir bekommen auch hier schnell einen Interviewtermin. Chandralal Khanna ist stellvertretender Generaldirektor und zuständig für die Sicherheit im Luftverkehr. Er ist freundlich, wie alle, denen wir begegnen, und bestimmt, was die Sicherheit angeht. Es gibt keinen Zweifel an der Flugsicherheit in Nepal. Wir halten uns an die internationalen Standards. Wenn wir zurückblicken auf die Bilanz des letzten Jahrzehnts, dann hatten wir keine Unfälle mit internationalen Flügen oder auf unseren Hauptstrecken. Unfälle gab es nur in den Bergen. Und die falschen Zertifikate auf der Internetseite von Tara? Zu Ihrer Frage kann ich nicht viel sagen, ob da was steht oder nicht. Wir prüfen die Fluggesellschaften, auch ohne Vorankündigung. Dann spricht er überraschend offen über ein Grundproblem seiner Behörde. Unser Generaldirektor hat zwei verschiedene Aufgaben. Auf der einen Seite ist er Dienstleister für alle am Luftverkehr Beteiligten, betreibt die Flughäfen, die Kontrolle des Luftraums, die Navigation. Und dann ist er aber auch derjenige, der das ganze System kontrollieren soll. Das ist ein Interessenkonflikt. Es gibt enge Bande in der nepalesischen Luftfahrt. Und einer, der sie alle kennt, ist Kunda Dixit, Luftfahrtexperte und Herausgeber der Nepali Times. Schon vor 22 Jahren, in unseren ersten Ausgaben, haben wir Geschichten über Unfälle bei kontrollierten Sichtflügen in die Berge gemacht. Hier, aus dem Jahr 2000. Hit Mountain. Look at this. Hit Mountain, Hit Mountain, Hit Mountain, Hit Telecom Tower on a mountaintop. Hit Mountain, Hit Mountain, Hit Mountain, Hit Mountain. Du fliegst nicht freiwillig gegen einen Berg. Du triffst ihn, weil du nicht siehst, weil da eine Wolke ist. Das Wetter ist und bleibt der Hochrisikofaktor Nummer 1 bei den Sichtflügen in die Berge. Überwachungskameras nicht nur an den Bergflughäfen, sondern entlang der Strecke würden das Risiko minimieren. Piloten und Experten fordern das schon seit Jahren. Aber sagt uns Kunda Dixit noch, Nepal sei eben Nepal und die Regierung apathisch. Viel Hoffnung, dass sich etwas ändert, hat er nicht. Große Hoffnung auf eine Karriere als Pilot hatte der 25-jährige Uzzaf Pokharel, der Co-Pilot der Unglücksmaschine. Seine Familie ist nach Kathmandu gekommen, um ihn zu bestatten. Wie bei Hindus üblich, haben sich die Männer zum Anfang der 13-tägigen Trauerzeit die Köpfe geschoren. Vor 3 Jahren, als er gerade seine Zwischenprüfungen beendet hatte, rief er mich an und sagte: Vater, ich will Pilot werden. Ich habe sofort abgelehnt, habe an das Risiko gedacht und dass ich nur 2 Söhne habe. Nach einer Woche haben sie nachgegeben und ihr Sohn ist zur Pilotenausbildung in die Philippinen geflogen. Auch sein älterer Bruder war immer fasziniert von der Fliegerei. Um ehrlich zu sein, ich dachte früher, sie sind keine Menschen, sie sind wie Gott. Sie bringen uns Medikamente und Essen in die Berge. Mein Bruder hatte den gleichen Traum, ich werde Pilot sein. Und ich sagte, es ist auch mein Traum. Auch Umesh wird in einem halben Jahr seine Pilotenlizenz gemacht haben. Auch er wird in Nepal fliegen. Denn jetzt, als einziger Sohn, müsse er für seine Eltern da sein. Fliegen als Traum und als Albtraum. Die Eltern Pokharel müssen damit leben, dass ihre Söhne den gleichen Traum hatten. Einer hat ihn mit dem Leben bezahlt.